Okay, Leute, ich weiß ja zumindest wieder, wie wir rauskommen aus diesem Geflecht an Gängen und so weiter. Und wenn wir da drin keine Antwort finden, würde ich vorschlagen, wir suchen sie hier draußen. Da konnte ich nicht hin, das habe ich schon festgestellt. Außer natürlich, ich würde etwas ganz Keckes probieren und würde so, so und dann so. Okay, das war ja fast schon richtig. Fast schon völlig falsch. Aber es führt uns doch überhaupt nicht weiter. Ja. Aber wenn wir es hinkriegen würden, ganz theoretisch, ja. Wenn wir es hinkriegen würden. Was war das denn jetzt? Alter, ich verliere den Verstand hier. Ich sag's dir. Wenn wir es hinkriegen würden. So. Da drauf. Und jetzt direkt. Wusa. Aha. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber funktioniert hat es ja. Kann ich noch irgendwo hin? Liegt da ein Secret? Seht ihr das? Ich glaube, ich habe gerade was gefunden. Oder es ist irgend so ein goldener Skelettschlüssel. Aber ich glaube, es handelt sich um ein Secret. Falle ich runter, wenn ich da auf die Plattform draufgehe? Aber gehe ich drauf, wenn ich draufgehe, sozusagen? Ist eine ziemlich komische Frage, aber ihr versteht sie sicher. Ja, gehe ich. Okay. Scheint auch sonst kein... Moment mal. Natürlich. Huh. Und das hier. Ich hätte es nicht gedacht, aber es scheint zu funktionieren. Zumindest momentan. Jetzt hier hoch. Soll ich jetzt da dran? Moment kurz. Hier scheint weiter nichts zu sein. Also würde ich sagen, wagen wir es mal voll fies an diese Brücke zu jumpen. Nein. Diagonalsprünge. Wenn das Level hier wirklich so geplant ist, wie ich es gerade... Ich halte das für unwahrscheinlich, kann ich direkt sagen. Aber wenn das wirklich so geplant ist, dann dürfte das von den Sprüngen her das schwerste Tomb Raider Level sein, das ich gespielt habe bisher. Ich meine damit nicht schwer im Sinne von, ich sitze hier im Schweiße meines Angesichts, nein. Ich meine damit schwer im Sinne von, mit dem Wissen aus dem Tutorial kannst du es nicht lösen. Und das ist eine einmalige Sache, denn alle Sprünge bisher konnte man so lösen. So, hey, ihr wisst gar nicht, was ich meine. Okay, dann wisst ihr es halt nicht. Mann, Menos. So. Okay. Aha. Was zur Hölle mache ich jetzt? Ja, das ist eine Frage, die ist so während der Versuchsreihen aufgekommen. Was zur Hölle soll ich jetzt tun? Weil ich stehe jetzt hier und wüsste nicht, wie ich wieder zurückkomme. Außer natürlich, ich kann... durch einen gekonnten Splüng. Oh Gott, bitte! Oh. Okay. Tja, Leute, wir haben das zweite Secret. Sind aber vom Level her immer noch nicht wirklich weiter. Wir müssen mal langsam aufleveln. Ah, dann war... Okay, dann war die gesamte Passage nur für das Secret. Dann ist es doch nicht so schwer, wie ich dachte. Weil Secrets sind ja gewöhnlich schwerer als das normale. Aber das führt mich immer noch nicht wirklich weiter. Ich meine, das ist was schön, wenn ich das sage. Das hört sich schön an und alles, aber... Wir haben ja jetzt immer noch hier in der Mitte dieses Teil und kommen nicht ran. Vielleicht nochmal hier den Hebel. Was macht der Hebel eigentlich? Ich meine, er geht alle paar Sekunden wieder zurück auf Standard. Aber ansonsten tut er, glaube ich, gar nichts. Auch nichts. Das ist wieder der Hauptgang. Okay, Leute, ich würde sagen, ich melde mich schon wieder zurück, wenn ich weiter bin. Leute, es hat gar nicht allzu lange gedauert. Da ist mir aufgefallen, dass ich eben, als ich durch die goldene Tür da bin, völlig vergessen habe, nach links zu gucken. Ich habe da wahrscheinlich diesen tollen... Was zur Hölle? Ich habe da wahrscheinlich diesen tollen Rechtsguck-Move gemacht und ganz vergessen, dass es noch andere Richtungen gibt.
Da ist so eine Brücke, komme ich da normal drauf? Das ist die sinnloseste Brücke aller Zeiten. Jetzt mal ganz im Ernst. Moment mal kurz, ich demonstriere es. Packe vorher noch diese Fackeln ein. Und dann seht euch das an. Alles, was diese Brücke macht, ist den Baum mit dem Baum zu verbinden. Warum? Okay, ganz abgesehen davon können wir allerdings runter und auf die Brücke. Und bringt uns das was? Ja gut, wir können ja zu dem Baum und zu dem Baum. Versteht ihr, was ich meine? Es ist komisch. Okay, Leute, wir sind gerade unterbrochen worden, aber hier bin ich wieder. Wo war ich? Ach so, ja, ist um die Ecke eine Leiter. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, das sah so aus, aber nein, das scheint keine zu sein. Ey, jetzt beruhigt euch mal. Wie viele Monster müssen das sein? Der ganze Bildschirm wackelt schon. Okay. Ich verstehe den tieferen Sinn dieser Brücke. Dieser Brücklichkeit. Der Sinn war es nämlich, dass wir in der Lage sind, nach diesem kleinen Medipack zu greifen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Das da scheint ein Abgrund in den Tod zu sein. Wir speichern mal kurz. Und da klimmen diese Leiter. Ich wusste, dass sie irgendwann irgendwie hinten auf einem Baum, wo man es kaum entdecken kann, eine Leiter reinhauen würden. So, meine Freunde. Ich glaube... hallo. Wie geht's? War das gerade ein Rekord? Ich glaube, ich bin in einem Tomb Raider Let's Play noch nie tiefer gefallen. Aber ja, so tief kann man sinken. Diese Affen da unten werden jetzt erstmal gar nicht mehr sinken. Doch, noch einmal in ihrem Leben und zwar tot zu Boden. Und genau das werden wir jetzt erstmal einrichten. Also, Affileins. Das sind keine Affen, aber ich weiß nicht, was sie sind. Ich habe sie eben scherzhaft Supermutanten genannt. Langsam würde ich glauben, dass es die echte Bezeichnung sein könnte. Alter, hast du mich jetzt schon wieder? Oh, diese Penners. Ja, ich würde sagen, wir brauchen dafür eine andere Waffe. Eine Waffe eines anderen Kalibers. Und zwar am ehesten noch den Granatwerfer. Aber das hier ist so ein richtig cooles Level irgendwie. Schade, dass die Grafik das nicht so wirklich wiedergibt. Ja, jetzt im Vergleich zu Tomb Raider 3, Dschungeln und so weiter. So, Robocop. Wie kommen die jetzt da? Egal. Weg mit dir. Oh, scheiße. Na, wenigstens bin ich auf der Brücke gelandet. Meine Güte. Das ist das dritte Mal, dass ich an diesem verdammten Punyo Pundus da oben Aua mach. Lara, du wirst voraussehbar. Harpunengewehr, was ich noch nicht einmal benutzt habe. Schlummert immer noch im Inventarlein. Oh Gott, scheiße, ich dachte, ich hätte den Granatwerfer ausgewählt. Jetzt aber. So, dann steck mal aus. Steck ein. Okay. Geht doch. Jetzt mal ganz ruhig. Was gibt es hier oben alles? Also hier greifen wir zu ein paar Magnum-Munitions. Hier erwartet uns eine M32x2. Seht ihr das? Das erinnert mich gerade an dieses eine Ding aus Tomb Raider 2. Ja, das hier ist Tomb Raider 2. Nein, aus dem normalen Tomb Raider 2, im letzten Level oder so. Tatsache. Ah, okay. Ja. Das war der langsamste Fall in all meinen Tomb Raider. Nein, ich glaube, wir sollten mal eine Fackel zünden und schauen, ob wir irgendwo... dreh dich. Ob wir irgendwo abspringen können, zum Beispiel dorthin. Ach, das ist einfach nur die Leiter. Ja, das bringt mir da nicht so viel. Und das da?
Es ist so cool, was man hier alles als Rampe benutzen kann. Aber nein, anscheinend wird dieses goldene Dingsbums erst später relevant. Schauen wir jetzt erstmal in diese andere Richtung hier. Erstmal schauen, wo geht's da eigentlich genau runter? Auf die Brücke, ja. Die haben wir schon untersucht. Da geht es... Auch nur auf die Brücke? Zumindest scheint das so. Eine weitere Leiter. Aha. Und auf der anderen Seite dieses kleinen Steges sehen wir das schwarze Nichts. Okay, dann greifen wir mal lieber zur Leiter und lassen uns auf den Boden leitern. Das war vielleicht gar nicht so gut. Okay. Was? Alles klar, anscheinend zwei Möglichkeiten. Erstens, man würde das hier auch mit Wasser überfluten. Oder zweitens, das hier ist jetzt wirklich so eine Fake-Falle. Alter! Aha. Buggt das Spiel gerade? Bin ich auf dem ganzen Boden unver... Nein, das hier war wirklich eine Fake-Falle. Okay. Nicht, dass ich Interesse an Granaten hätte. Doch, eigentlich schon. Na, jetzt springe ich da tot rein. Eigentlich schon, aber... Ich hätte nie gedacht, dass ich das mit der Fake-Falle mal bewahrheiten würde. Eigentlich sage ich das ja immer nur, um einen Grund zu haben, Lara sinnlos ins Verderben zu stürzen. Aha. Aber anscheinend kann man wirklich hier runter, ohne sich zu verletzen. Die Frage ist, komme ich auch wieder hoch, ohne mich zu verletzen? Ja. Gut so. Das führt zu meinem Tod. Ich bin doch jetzt nicht hier runter, nur für diese... Für diese Schüsse. Na? Okay, es hat nicht... Ich dachte, man könnte vielleicht von hier mal wieder so ein Plattform-Jumping betreiben. Nee, es geht nicht. Obwohl. Vielleicht... Moment mal, was ist denn da oben? Huga! Scheiße. Nein. Es kann nicht... Leute, ich erkläre euch mal, warum ich hier so rumspiele. Es kann nicht sein, dass wir jetzt wirklich den gesamten Weg nur für zwei Granaten auf uns genommen haben. Nein, nein. Da steckt mehr dahinter. Das ist, glaube ich, eine sichere Sache. Ich weiß nur noch nicht, wohin ich jetzt muss, aber ich beobachte. Und wir sehen uns wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe. Leute, ich geb's auf. Anscheinend war wirklich dieser gesamte Abschnitt nur für die Granaten da und ich habe mir was hierhin fantasiert, wie ich es typischerweise tue. Das soll nicht heißen, dass ich verrückt bin, ja? Aber es gibt viele andere Anzeichen dafür. Das ist jetzt nur mal ganz nebenbei erwähnt. So, okay. Da unten scheint es momentan nicht weiterzugehen. Ist da was? Hätte ich was davon, dahin zu kommen? Ich könnte auf die Hängebrücke hinter mir. Was ist das für eine Hängebrücke? Okay, vielleicht auch nicht. Ich habe halt jetzt gedacht, ey, hier ist bestimmt voll das krasse Secret Altar. Vielleicht ist das auch hier. Denn... Okay. Da kommen wir her. Ach so. Nee, Moment mal, da kommen wir doch nicht her. Auf keinen Fall. Wir kommen da unten her. Moment mal, kann ich das überleben, wenn ich darüber jumpe praktisch? Let's try it! Nein. Ah, doch. Ich kann darüber. Bin ich jetzt einfach nur da, wo ich herkomme? Oder... Ja. Okay, einfach nur da, wo ich herkomme. Das heißt, ich habe jetzt auf einem ganz anderen Weg praktisch... Aber das ist ja auch ein bisschen dumm, fällt mir gerade auf. Denn das bedeutet, wenn ich jetzt wieder da bin, wo ich herkomme... Das bedeutet, dass da, wo ich war, wo ich hingekommen bin praktisch... Ich noch viel leichter hätte hinkommen können... Und zwar einfach, indem ich
darüber gejumpt wäre und dann auf die Hängebrücke, dann auf die Leiter. Naja. Moment mal, was ist das hier denn? Das ist doch die Leiter. Ja, das ist die Leiter, wo ich gerade war. Da ist die Hängebrücke, alles klar. Dadurch bin ich jetzt wieder hier hingekommen. Und... Aber was ist das dann für eine Brücke? Na, na, na. Versucht etwa ein Secret sich hier zu verbergen vor mir? Könnte das sein? Nein. Nein. Hier war ich ja schon. Scheiße. Was soll das? Das ist voll uncool. Voll uncool. Okay, dann muss ich irgendwie... Speicher mal kurz. Dann muss ich irgendwie versuchen... Weil mit der Schlaufe hier, mit der Schlaufe, sage ich schon, mit diesem sich da runterschlängelnden Teil, muss ja auch irgendwas auf sich haben. Ich werde diesen Raum nicht verlassen, bevor ich das dritte Secret gefunden habe, denn ich habe tief in meinem Urin das Gefühl, dass das dritte Secret sich hier befinden muss. So hat er gesprochen und so tat er es auch. Wo ist denn jetzt das Schleifding? Das wundert mich. Kann ich hier das Level verlassen? Nein, okay, gut. Das wäre ein tiefer Sturz gewesen, sage ich nur. Ja, das ist das da. Das hier war... Ja, so komme ich auf das sich da runterschlängelnde Teil. Okay. Würde ich sagen, speichern wir und untersuchen, was damit auf sich hat. Wir springen erst. Wir beginnen ganz oben praktisch. Uah, Wusa, dreh dich. Aua. Okay. Okay. Ah, Moment mal. Kann das sein? Wir springen jetzt nochmal hier rüber. Warten ein bisschen. Jetzt habe ich zu lange gewartet. Verdammt. Ich weiß, was ich tue, Leute. Keine Sorge. Ausnahmsweise weiß ich mal, was ich tue. Ich weiß nur nicht, wie genau ich es tue. So. Ja, das klappt. Und jetzt spring! Uah. Okay, Leute. Ah! Schrotflintenmunition. Und dafür 100 Jahre lang wundern. Das ist nur der Tod. Dahinter scheint auch nichts zu sein. Ich bin jetzt besonders vorsichtig, ne? Denn wenn ich jetzt, nachdem ich alle Secrets gefunden habe, das letzte verraff, dann wäre das einfach nur ein Trauerspiel. Genauso wie das ganze Addon dann ein Trauerspiel für mich wäre. Scheiße. Ja. Okay. Die Plattform hat mich aus dem Konzept herausgebracht. Hört auf, Plattformen zu öffnen, wenn ich in der Nähe bin. Hier werden keine Plattformen geöffnet, bis ich weg bin. Ist das klar? Haben wir uns verstanden? Wow, anscheinend nicht. Ah, wollt ihr mich hier in eine Falle locken? Kann das sein? Wollt ihr unvorsichtige Spieler dazu bringen, dass sie einfach dort... Oh, du Wichser. Weg mit dir. Oh Gott. Geh. Oh, mein Gott. Oh, Alter. So, das ist... Da komme ich her, ja. Von da aus bin ich hier rüber gejumpt. Und hier finden wir... Wenn wir ganz aufmerksam sind, aber auch wirklich nur dann, finden wir hier ein Medipack. Aha. Ich sammle all dieses Zeug, obwohl ich genau weiß, dass es mir halt gar nichts mehr bringt, ne? Denn so viele Medipacks, wie ich noch habe, werde ich wohl kaum neue brauchen. Kommt da aus der Dunkelheit einer angeschlendert?
Ja, so ist es. Oh Gott. Tja, schön, dass deine Teile sich jetzt mit dem flüssigen Gold vermischen. Mission Impossible. Wo geht das runter? Ah, Starrels, okay. Sollen wir wahrscheinlich nicht untersuchen. Zumindest nicht mit eigenem Körpereinsatz. Und hier, das führt auch nur drumherum, aber gibt mir noch Munition dafür. Sehr freundlich. Ja, Lara, so ist das, wirklich. Du kriegst dann voll coole Munitions. Also immer, nicht in die Falle, sondern daneben herumtappen. Das ist schön. Yay. War's das hier oben schon oder ist da noch was? Ne, ich glaube, das war's hier schon. Zumindest jetzt, was der erste Blick mir verrät. Königreich. Ja, ja. Ah, fast hättest du mich gehabt. Aber auch nur fast. Das da geht einfach so runter, oder wie? Nee, das scheint gar nicht tödlich zu sein. Doch. Okay, fast hätte ich jetzt was Komisches riskiert. Mein Kopf. Er ist etwas sehr Komisches. Da dürft mir ja wohl alle zustimmen. So. Zustimmen werdet ihr mir wohl auch, dass es fast so aussieht, als könnte sich dahinter noch ein Sekret verbergen. Ah nein, das ist einfach nur... Ja, das ist einfach nur diese Passage von der anderen Seite aufgerollt. Wir wollen hier nichts aufrollen. Auf Rollen drückt man, um sich zu rollen. Sondern... Durchsuchen weiter die Schätze jahrtausende alter vergessener Kulturen, die aus irgendeinem Grund ihr Gold eingeschmolzen haben. So passt es besser ins Händchen. Ja, das war eine schlechte Idee. Das war eine sehr, sehr schlechte Idee. Der Leiter. Okay. Und wohin führet mich dieses illustre Stück Holz an diesem Baum? Hä? Geil, das ist doch... Was zur Hölle soll eigentlich diese... Wieso fange ich denn mitten drauf an zu brennen? Ich habe ja angefangen zu brennen, da war ich noch nicht tot. Okay, das ist normal. Nein, ich meine, ich habe ja... Okay, ich glaube, ich übertreib's langsam mal ein bisschen. Ich sollte vielleicht zur Schrotflinte greifen. Uah, da ist ja noch eins. Ach so. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich das. Aber das bedeutet doch... Warte mal, das bedeutet doch, dass hier ganz in der Nähe das dritte Secret sein muss. Weil als ich am Anfang des Levels da durchgeguckt habe, durch diese Gitter, nicht durch die da hinten, das sind andere, habe ich... ein Secret herumliegen gesehen. Und ich glaube, das war ein Raum, der aussah wie dieser hier. Weshalb mich es gar nicht gewundert hat, dass das Level noch viel länger sein muss. Aber das bedeutet halt auch, dass das letzte Secret mit seiner göttlichen Macht ganz in der Nähe sein muss. Aber wo? Das ist die Frage, ja? Das ist eine ganz schwere Frage, ne? Seid ihr auch Fake-Fallen? Nein, ihr seid echt. Ich dachte nur, weil es daneben dran so tief reingeht. Wenn ich von hier aus... Komm schon! Na. Okay, die sind echt. Nachdem das geklärt wäre... Es muss hier drin sein. Echt jetzt? Kann ich hier rein? Auch echt. Schade. Aber ich habe aus dem Augenwinkel etwas erblicken können. Und zwar... Oh. Nein, auch nicht. Ah, ich war jetzt wie am falschen Dings. Oh, Leute, sagt mir doch Bescheid, wenn ihr am falschen Dings steht. Ihr wisst gar nicht, was ich mit Dings meine, aber trotzdem. So, hoch hier.
Und zwar dachte ich mir, dass ich möglicherweise. Nee, doch nicht. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. What the hell, what the dunkel. Hinauf dort. Das ist aber eine Leiter, die kannst du nicht übersehen, Junge. Dreispurig. Falls noch andere Leute hoch und runter wollen. Okay. Da was einsetzen. Mit viel Einsatz mal wieder. Okay, machen wir. Moment mal. Ah, nein. Okay, schade. Ich dachte, man könnte darüber. Weil das praktisch sich so angeboten hat, fast schon ein bisschen. Okay, die Maske. Aber die war das Ziel der ganzen... Ach so. Ja, okay. Dann ist ja alles... Was zur Hölle ist das für ein Viech? Ich würde sagen, wir greifen mal zu unserem angestammten Granatwerfer, der nur noch 2 Granaten übrig hat. Vielleicht ist das sogar ein bisschen schade. Boah. Bist du Geschichte? Nein, du bist keine Geschichte. Aber Moment mal, vielleicht schlägst du das Tor da ein. Nein, auch das tust du nicht. Moment kurz. Da geht's auch weiter. Wow. Jetzt, sei mal lieb. Oh Gott, scheiße. Anscheinend können wir dieses Typlein dort nicht auf traditionellem Wege bezwingen. Zumindest hält es 2 Granaten aus und das ist wirklich ungewöhnlich. Deshalb würde ich sagen... oh Gott, es tut mir schrecklich leid, aber hier zur Seite, ne? Ihr wisst schon. Wohin geht es da? Okay. Nachdem wir das geklärt hätten, würde ich vorschlagen, wir rennen hier jetzt erstmal ein bisschen durch. Verschwinde! Verschwinde, die Buszauber. Oder sowas ähnliches. Ein Hebel? Okay, der... Jetzt... Nein, du hast es falsch verstanden. Ich habe überhaupt nicht über dein Gewicht geredet. Oh Gott, scheiße. Nein! Lass mich doch die Umgebung ein bisschen sehen. Ich will mir doch nur... Nein! Oh. Ich wollte mir auch nur die majestätische Landschaft ein bisschen ansehen. Okay. Dann halt nicht. Dann hoffe ich halt einfach mal, dass ich das Secret nicht übersehe. Wenn ich dann durch den Gang renne. Denn dort scheint es zu sein. Ich könnte mir gerade keinen Reim drauf machen, wo sonst. Jetzt sei mal ruhig, Typi. Oh Gott. Jetzt so eine schöne Minecrawler-Rüstung. Oh, scheiße. Ah, nee, sie hat's überlebt. Okay. Gut für dich. Aber auch wirklich nur für dich. So. Und durch die Dunkelheit der Dämmerung schlendert im Schlepptau ein böses, böses Monster, Marco. Ja, toll. Au, das muss wehgetan haben. Tschüssi. Aber ich kann dich trotzdem nicht töten. Das heißt, ich muss selbst nochmal runter. Okay. Leute. Nein! Das letzte Secret, verdammte Scheiße! Jetzt hör auf, so dämlich zu grinsen! Ich will das letzte Secret! Ich brauche es! Nein! Nein! Ihr hört jetzt wahrscheinlich auch so eine happy Musik. Dieser komische Soundtrack da, aber ich brauche das verdammte letzte Secret! Ja, komm!
Hör auf, so dämlich zu grinsen. Habe ich dir das schon gesagt? Ich sag's dir nochmal. Hör verdammt nochmal auf. Ja, kannst du noch so? Na, okay. Ja, dann erst das. Aber gleich das Secret, ja? Additional Artwork. Ja, schön habt ihr das gemacht. Hätte das Secret ein bisschen offensichtlicher designen können. Interessant auch, dass der Typ eben Michael hieß, nicht Michael. Ich glaub den einfach mal, dass der wirklich so heißt. Werd ihn aber trotzdem mal fragen, was das soll. Das heißt Michael, nicht Michael. Ja, schön. Ja, toll, das ist alles ungültig, denn ich brauche das letzte Secret. Also, probieren wir es nochmal. Wir rennen... Das ist das erste Let's Play, in dem wir zweimal die Credits sehen werden. Wir rennen jetzt erstmal hier durch. Betätigen den Hebel. So. Oh ja, jetzt beruhig dich mal. Junge, beruhig dich. Sei mal ganz ruhig. Und zwar, was wir jetzt tun werden. Wir springen kurz ab. Und dieses Mal werden wir nicht die Brücke direkt zum Einsturz bringen, sondern wir gehen erstmal da runter und schauen, ob das Secret hier liegt. Und wenn es nicht hier liegt, und das tut es offensichtlich wirklich nicht. Tja, Leute, dann sehen wir uns gleich... Was ist denn das da oben? Was zur Hölle? Zurück zum Thema. Wenn es nicht hier unten liegt, dann untersuche ich den Raum zu den Seiten nochmal kurz. Aber wenn ich es dann nicht finden sollte, dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Dann muss ich nämlich offenbar noch ein kleines bisschen suchen. So. Ein großes Pedimac. Ja, so kann ich doch nicht zur Seite. Okay, das geht sowieso nicht. Kann ich hier hoch? Und dann darüber hier raus? Okay. Okay, Leute, dann, wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde dann das Secret haben. Verdammt nochmal.